Gibt es irgendetwas im am Wald selbst, das dir bei aller Leidenschaft total auf den Keks geht? Damit sind nicht zivilisatorische Einflüsse gemeint wie Motorräder, Mist, Hubschrauber, Mist, Müll, oh, Mist. Okay, also wenn die Sachen ich alle nicht nehmen darf, Schnecken. Schnecken sind schlimm. Also wenn man mal morgens aufsteht und man tritt ohne Schuhe, also barfuß, in eine Schnecke. Furchtbar. Oder man langt in eine Schnecke rein, wenn man nach seiner Ausrüstung sucht. Oder auch nachts habe ich auch schon mal in eine Schnecke reingelangt. Oder Schnecke ins Gesicht kriegen, das ist mir ja Gott sei Dank noch nicht so richtig passiert. Ich bin halt mit dem quasi Augen aufgemacht und das erste, was du siehst, ist Schnecke. Also die Nacktschnecken, die ekligen. Nee, wirklich nicht. Also auf die Viecher könnte ich verzichten. Mücken sind auch schon nervig. Klar, Zecken, ja gut, aber irgendwie so Zecken und Mücken sind so Sachen, mit denen man zu viel Zeit verbringt, um sich gegen die irgendwie mental vorzubereiten und deren Existenz halt in Gottes Namen zu akzeptieren. Deshalb gehen einem die gar nicht so sehr auf den Keks. Diese Schnecke ist auf die Schnecke treten und solche Sachen, das ist sowas, das passiert so spontan, damit rechnet man nicht. Und dann ist es so, widerlich. Ja, also Schnecke, definitiv Schnecke. Wie viele natürliche Feinde, Wölfe, Bären, Luchse etc. müsste man in Deutschland ansiedeln, wenn man aus irgendeinem Grund die Jagd damit komplett ersetzen wollte? Die Frage hat keinen Hintergedanken. Mich würde eher interessieren, wie sich die Fauna dann quantitativ im deutschen Wald zusammensetzen würde, falls man so eine Idee tatsächlich umsetzen könnte. Ja, man kann es auf jeden Fall nicht, weil dafür ist Deutschland viel zu zersiedelt, viel zu zerschnitten mit irgendwelchen Straßen und anderen Grenzen, die den Lebensraum eben zerschneiden. Gerade so Viecher wie Bären oder Luchse haben unglaublich große Reviere. Das geht nur in manchen Regionen, in denen gibt es sie entweder schon, wenn nicht, versucht man sie da gerade anzusiedeln. Nehmen wir mal an, das hätte überall geklappt, dann hätte das noch immer keinen nennenswerten Einfluss auf die Wilddichte. Also es würde niemals in Deutschland funktionieren, die gesamte, das Wild auch nur ansatzweise zu regulieren mit Raubtieren und gleichzeitig uns noch da leben zu haben. Also das ist völlig utopisch, das glaubt auch keiner. Ja, wenn man es wollte, dann müsste man halt wirklich, also was Wolf angeht, müsste man überall die Wolfdichte haben, die in den wolfdichtesten Gebieten, jetzt in der Lausitz zum Beispiel und so weiter und so fort, herrscht. Überall Deutschland flächendeckend, was nicht geht, weil Autobahnen dazwischen und so weiter und so fort. Da würde es massenhaft tote Wölfe geben, eben durch den Straßenverkehr, allein dadurch, selbst wenn man alle anderen Faktoren mal außen vor lässt. Bär bräuchte man auch wirklich viele, viele, viele tausend Stück über die Bundesrepublik verteilt. Luchse noch einen ganzen Haufen, dann auch die Wildkatze spielt noch eine Rolle und das war's dann aber auch mit den Prädatoren. Ja, natürlich auch noch die großen Vögel, dann bräuchte auch noch mehr Uhu. Zum Beispiel eben vor allen Dingen im Wald würde der Uhu wirklich eine große Rolle spielen. Ja, aber eine Zahl traue ich mich da echt nicht zu sagen. Dafür bin ich nicht Wildbiologe genug. Abgesehen davon, dass es einfach nicht geht. Ich hoffe, das reicht dir jetzt so. Antwortmäßig. Ja, es wird dunkler, aber das macht ja nichts. Ihr müsst ja nur hören, was ich sage und nicht unbedingt mich sehen. Licht. Ich wechsle mal zum letzten, hoffentlich noch halbwegs vollen Akku und dann schauen wir mal, ob ich damit noch den Rest hinkriege. Es sieht einigermaßen so aus, als ob das klappen könnte. Muss nur gucken, dass mein Computer nicht allzu sehr auf dem Waldboden landet. Bis gleich. So, weiter geht's. Das mit natürlichen Feinden hatten wir. Welches Thema würdest du unheimlich gern mal auf deinem Kanal praktisch vorstellen, das aber aufgrund von Kostengründen, rechtlichen Rahmenbedingungen oder gesunden Menschenverstand derzeit oder vielleicht nie realisierbar ist? Hauptsächlich an gesunden Menschenverstand und rechtlichen Rahmenbedingungen scheitert. Irgendwelche Spaßvideos so in Richtung Zombie-Apokalypse, also irgendwas mit
langen, scharfen Gegenständen und vielleicht noch ein paar Statisten dazu. Das könnte ich also quasi nicht alleine machen und ich will kein Video machen, das ich nicht alleine machen kann. Und ja, also irgendwelchen Blödsinn in Richtung Zombie-Apokalypse, vielleicht auch was in Richtung Kurzfilm gehen würde, also irgendwelchen Quatsch in diese Richtung, aber nee, niemals, will ja halbwegs seriös bleiben. 14, hast du ein Video, das du rückblickend betrachtet eigentlich bereust oder so auf keinen Fall nochmal machen würdest aus nostalgischen Gründen oder weil deine Fans es lieben, niemals löschen würdest? Bauhaus Mora versus Opinel 12 oder wie ich das Ding genannt habe. Das ist mein meistgesehenstes Video. Ich persönlich finde es nicht besonders toll und mich geht so auf den Keks, dass dieses Ding, ich glaube, keine Ahnung, 30.000 Aufrufe oder was weiß ich was hat. Das nervt mich tierisch. Ich will nicht, dass dieses Ding mein meistgesehenstes Video ist. Zumal verdammte Messervideos echt, die das macht 3% meiner gesamten Videos vielleicht aus. Zwei meiner meistgesehensten Videos sind diese ollen Messervideos da. Und vielleicht hätte ich noch mein Bushcrafter vs. Förster Video nochmal rückblickend ein bisschen anders da formuliert. Das hat zwar viele, viele, viele Daumen hoch bekommen und viel positive Kritik, Kommentare, aber auch relativ viel Gestänker und so weiter und so fort. Und da sind manche Sachen dabei, da hätte ich mich einfach nochmal konkreter ausdrücken sollen und manches nicht so vage sagen. Ich habe halt, als ich das gedreht habe, so gedacht, ja gut, die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen ja, wie es gemeint ist, aber das haben halt dann so viele Leute gesehen, die meinen Kanal nicht länger verfolgen und die wussten nicht, wie es gemeint ist. Und das ist rückblickend vielleicht auch nochmal was ich ein bisschen blöd finde. Aber ich möchte, wenn es irgendwie geht, keine Videos löschen. Ich habe bisher nur einmal eins gelöscht aus technischen Gründen, weil es nicht richtig hochgeladen war. Nee, das ist zweimal passiert, aber das zählt meiner Meinung nach nicht. Was mal online war, ist es immer noch. Vielleicht ist das auch. Vielleicht ändere ich das mal, diesen Gedanken, werde mal das ein oder andere alte Zeug, was echt blöd ist, runterschmeißen. Ach so, und diese Berufschancen von Förstern, das ist vielleicht ein bisschen zu negativ. Da habe ich von manchen Kollegen ein bisschen auf den Deckel bekommen, dass das doch arg negativ wäre und die Realität vielleicht derzeit ein bisschen besser aussieht. Vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Aber deswegen, ich weiß nicht, ob ich es löschen soll oder nochmal machen. Da bin ich immer noch hin und wieder, immer mal wieder mit mir am Hadern. Du hast gefragt. Gibt es gute Wald- oder Outdoor-Apps, keine E-Books, die sich lohnen würden vorzustellen? Pflanzenbestimmungen, Fährtensuche, Offer- und Navigation. Theoretisch müsste doch technisch mittlerweile ziemlich coole Sachen realisierbar sein. Ich habe mal was gesehen, das war lustig. Das war Gipfel bestimmen, dass du quasi mit der Smartphone-Kamera auf einen alten Gipfel zielst, angibst, nee, der weiß ja selber, wo du dich befindest, per GPS, und der sagt dir dann, welcher Gipfel das sein müsste. Also aus dem Winkel, wie du da drauf guckst, irgendwie so, wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht. Das fand ich cool. Ich hatte mal eine Baumbestimmungs-App, die war aber viel zu oberflächlich und gut. Für mich ist alles zu oberflächlich. Eine Pflanzenbestimmungs-App habe ich auch mal ausprobiert. Gleiches Problem, zu oberflächlich. Sonst fällt mir jetzt nichts ein. Ich kenne mich da aber auch nicht aus. Aber vielleicht sollte ich da wirklich in der Richtung mal irgendwie ein bisschen den App Store durchsuchen. Ja, ich bin Apfeljünger, ich weiß. Beziehungsweise wer es auch nicht wusste, jetzt ist es nochmal gesagt. Ja, mal schauen. Aber ich habe auch kein aktuelles Gerät, also irgendein aktuelleres iPhone oder iPad oder irgendwie sowas. Also bin da etwas hinten dran derzeit. Oh, es neigt sich dem Ende zu. Das ist gut, weil es wird hier auch immer dunkler. Aber ich sehe das Ende. Egal. Frage Nummer 16, und dann hört er hier auch direkt auf, ohne irgendwelche Grüße oder sonst was. Also sowas ist mir echt sympathisch, ja. Ich mag ja das andere System im Prinzip. Auch wenn ich es nicht anwenden kann, es gefällt mir. Nicht um den heißen Brei rumreden, bam. Was würdest du dir von deinen Zuschauern wünschen oder wissen wollen, das nicht aus der YouTube-Statistik hervorgeht?
Boah. Ich kenne ja jetzt inzwischen doch ein paar von euch auch persönlich. Ja, schon ein paar. Das ist schon auch echt cool, das war mir auch wichtig und ich möchte auch gerne noch ein paar mehr kennenlernen. So nach und nach ist gerade aktuell ein bisschen stressig bei mir, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Aber auf jeden Fall wird das auf jeden Fall noch definitiv irgendwie mal klappen und das war's eigentlich. Ja, sonst. Geht mich ja, also so privates Zeug, finde ich, geht mich auch irgendwo nichts an. Ich weiß ja ungefähr, wie alt ihr seid. Ich weiß so ungefähr, wo ihr herkommt. Vielleicht noch, was ihr sonst so anguckt. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber auch da, ich kann mir den Aufwand machen, bei denjenigen, bei die mich abonniert haben und ich das dann sehe quasi, dass sie mich abonniert haben. Also früher habe ich jedes Mal eine Mail gekriegt, Dings, da hatte ich abonniert. Bis das dann irgendwann so um die 300 waren. Dann kamen diese Mails nicht mehr. Ich glaube ungefähr 300 oder was. Inzwischen kriege ich die schon lange nicht mehr, aber da konnte man dann ja quasi jeden aufrufen, dem seinen Kanal angucken und mal schauen, wenn er, sofern er das öffentlich gemacht hat, wen der so abonniert hat. Das war noch ganz interessant, als ich das noch hin und wieder mal gemacht habe und so ein bisschen meinen Abonnenten hinterher gestalkt habe, um mal zu schauen, wer da denn noch so abonniert ist. Und da waren auch viele dabei, die hatten halt eben auch so größtenteils so Outdoor-Kanäle. Ich muss ja gestehen, ich habe ja mehrere YouTube-Kanäle. Den aktiv betriebenen hier, diesen hier, da achte ich darauf, dass ich nichts abonniere, was nicht Outdoor irgendwie spezifisch wäre. Und ich habe es ja eben schon verraten, mich interessiert halt eben auch Gaming und noch so ein paar andere Sachen, die nichts mit der Natur zu tun haben. Und die habe ich dann halt eben auf einem anderen Kanal, wo ich dann auf stinknormaler nur Zuschauer bin und keine Videos drauf habe. Ja, also das wäre vielleicht nochmal ganz lustig, wenn man da irgendwie eine Statistik zu hätte, die einem sagt, sind das jetzt Zuschauer, die sich nur Outdoor-Zeugs angucken, beziehungsweise was gucken die sich denn noch so an? Das wird mir vielleicht höchstens das, mehr fällt mir nicht ein. So, dann, das waren 16 Fragen. Kommen wir zum nächsten. Der nächste nennt sich Nogratos und meint noch eine Frage. Achso, dann war da schon mal irgendwo eine von dir. Ich habe den Überblick verloren, sorry. Ich hoffe, du sitzt noch bequem. Ja, hier auf meiner tollen Monolog-Kastanienbank ist das alles ganz problemlos. Man kann sich hier noch ein bisschen anlehnen. Das ist eigentlich. Okay, der Lendenwirbel macht langsam etwas nicht mehr mit, aber es geht noch. Es geht noch. ja. Hast du vor, irgendwann mal ein eigenes kleines Stückchen Wäldchen zu besitzen? Bist du ein Schwabe? Stückchen, Wäldchen, kleines. Also meine Mutter ist da ja, die schießt ja den Vogel ab, was solche Verniedlichungen angeht. Ei, Katerle, bist du Kommelett? Magst du ein Stückele Butterle? Ungefähr so. Egal, das ist nur mal am Rande angemerkt. Ich mag ja auch Katzen, von daher kann ich es nachvollziehen. Hast du vor, irgendwann mal ein kleines... Ach ja, der Wald, ja genau. Beziehungsweise, was für große Ziele, Träume hast du in diesem Bereich noch? Ja, ich habe ja ein paar Quadratmeter Wald, wie ich vor ein paar... Beziehungsweise meine Mutter hat ein paar Quadratmeter Wald, wie ich vor ein paar Monaten rausgefunden habe. Ich muss mir mal dringend die Zeit nehmen und wirklich mal genau abmessen, wie viele Quadratmeter Wald das eigentlich ist. Es ist wirklich minimal. Es würde reichen, um dann eine kleine Hütte zu bauen und ein Feuerchen anzuzünden, wenn man das dann in Baden-Württemberg dürfte. Das hilft aber nichts. Ich kann ja auf anderem Wege Feuerle mehr oder weniger. Also ich darf schon, ne? Aber... Ich soll es jetzt auch nicht wahnsinnig an die große Glocke hängen, was ich ja gerade hiermit tue. Ist halt immer die Frage, zu diesem Zeitpunkt hört einem hoffentlich keiner mehr zu, denkt man sich dann. Aber beim letzten Video war es ja so, dass ich glaube, der letzte Teil am häufigsten geguckt wurde. Also der erste und der letzte, weil sie dann gedacht haben, da passiert noch irgendwas Spannendes, wenn sie beim letzten Teil reingucken. Aber nein, da ist nichts Spannendes mehr passiert. Da liefen dann keine nackten Vorstudentinnen durchs Bild oder so. Wobei nackte Vorstudentinnen, kann ich empfehlen. Oh Gott. Vielleicht sollte ich doch was rausschneiden. Ja, ich hätte schon mal gerne einen eigenen Wald. So, ja, um die Frage zu beantworten. Also einen richtigen, wo man halt dann tun und lassen kann, was man möchte. So. Sodala, dann Viridi Evergreen. Hi Ben, was hältst du von Holzvergaser? Holzvergaser?
Pochern. Ach so, Entschuldigung, bin zu blöd zu lesen, es wird spät. Sehe dich immer mitten im Raum sitzen. Und von den Dingern sagt man ja, dass sie weniger oder sogar gar nicht rauchen. Bleib so, wie du bist. Habe ich vor, dankeschön. Oh, PS. Dein Abo-Zähler und Like-Zähler ist irgendwie kaputt. Da fehlen überall 3 Nullen am Ende. Oh, das wird mich aber überfordern. Also Likes wäre okay, aber Abos wird mich überfordern. Ich habe irgendwo schon noch so das Bedürfnis, dass das irgendwie noch so ein gewisses persönliches Verhältnis aufgebaut ist. Und wenn das dann wirklich, keine Ahnung, was wäre es dann? Dann wären es doch, halt mal, wenn da noch 3 Nullen hinten dran sollen, dann hätte ich ja 5 Millionen. Ach du Scheiße. Nee, lass mal. Lass mal. Ja. Ach so, was war die Frage? Die rauchen schon. Also wenn es vorher halt kurz vorm Ausgehen ist, dann rauchst du halt eben auch. Der physikalische Prozess der Verbrennung ist halt eben nun mal so, wie er ist. Da kann man mit keiner technischen Methode irgendwie was dran ändern, die nicht ein geschlossenes System ist und der Rauch gar nicht erst rauskommt. Oder man baut einen Schornstein an das Ding dran, dann kriegt man den Rauch auch nicht zu sehen. Aber die Rauchentwicklung ist halt schon irgendwo, zumindest beim Anzünden, beim Ausgehen von dem Ding wieder gegeben. Wenn ich jetzt einen großen, richtigen Holzvergaser hätte, könnte ich wahrscheinlich schon weniger im Rauch hocken. Aber einfach nur mit dieser klappbaren Buschbox, das ist ja eine Feuerdose mit einem gewisser Beschleunigung der Verbrennung und einer gewisser Verbesserung der Verbrennung, das schon näher vom Holz verbrennt, als das im normalen Holzfeuer der Fall ist. Ein bisschen. Also die Verbesserung ist schon jetzt nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, dass man halt eben nie im Rauch hocken würde oder solche Späße. Und das muss man auch noch dazu sagen, ich verwende auch selten optimales Holz. Gerade wenn ich mit der Buschbox arbeite, dann schmeiße ich meistens rein, was gerade rumliegt. Also ich hocke mich irgendwo hin, habe mir ein bisschen was gesammelt, also wirklich nicht viel. Und was dann nachgelegt wird, ist halt das, was gerade um mich rumliegt, in Greifreichweite, ohne aufstehen zu müssen. Und das ist natürlich dann meistens relativ feucht und das raucht dann selbstverständlich auch mehr als sonst. Also du könntest das Ding, wenn du dir jetzt vorhast, sowas zuzulegen, mit entsprechend mehr Aufwand auch noch erheblich rauchfreier betreiben, als ich das tue. Und generell wäre natürlich ein Holzvergaser, sowas wie der Solostove oder sowas. Ich habe die ja inzwischen jetzt auch mal in Aktion gesehen. Die sind schon besser von allen Brenneigenschaften her, aber mir gefällt halt nach wie vor dieses in die Hemdtasche stecken können. Bei der Buschbox, das finde ich halt einfach super, weil ich einfach gerne mal auch ohne Rucksack unterwegs bin. Und da hat man mir allerdings gesagt, aber das stimmt ja gar nicht, dass du damit Platz sparst, weil du brauchst ja immer noch ein Gefäß. Und dieses Gefäß kann man normalerweise in den Solostoff reinstellen und dann hat man quasi nur geringfügig mehr Volumen im Rucksack einnehmend, als wenn man nur das Gefäß drin hätte, das man ja auch braucht, wenn man die Buschbox mit sich rumschleppt. Generell richtig, aber ich hänge mir eine Tasse einfach gerne per Karabiner an den Gürtel, an die Hose und fertig. Dann nimmt das im Rucksack überhaupt keinen Platz ein und wenn ich mir dann jetzt noch besagte Buschbox einfach in die Hemdtasche stecken kann, dann habe ich weniger Gepäck, weil dann brauche ich überhaupt keinen Rucksack. Und wer mir jetzt noch unterstellt, dass ich eine Flasche mitnehmen müsste, um ja irgendwelches Wasser dabei zu haben, erstens kann man das natürlich unterwegs tanken und zweitens gibt es Taschenflaschen, eine halbe Liter Flasche, die in eine Beintasche von meinen BW Moleskine Hosen hier hervorragend reinpasst, nennt sich glaube ich US-Piloten-Taschenflasche, gibt es bei verschiedenen Händlern für Outdoor-Bedarf und das ist so meine ich gehe mal einfach einen Tee kochen. Ausstattung. Da brauche ich keinen Rucksack für, da habe ich in der einen Hosentasche oder in der Hemdtasche eben die Buschbox drin, eine Tasse an den Gürtel gehängt und eben dieses Wasserfläschchen in der anderen Hosentasche und dann laufe ich da einfach mal ein Stündchen in den Wald, koche mir einen Tee und gehe wieder zurück. Deswegen finde ich halt die Buschbox immer noch so cool. Die kleine. Die große brauche ich vielleicht auch mal irgendwann, aber ja, in nächster Zeit habe ich eigentlich, wenn Ausrüstung, dann große Sachen vor, nämlich nochmal so einen guten Carinthia-Schlafsack, wegen primäres Argument, weshalb ich unbedingt so einen brauche, weil man da halt schnell raus ist. Die haben ja diesen auf der Brust liegenden Reißverschluss, wo man quasi sich nur nach oben beugen muss und dann geht der schon auf und man ist draußen. Das ist halt für Waldübernachtungen doch sehr hilfreich, wenn mal irgendwas ist nachts. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber mit einem Standard-Outdoor-Schlafsack hängst du dann halt eben drin im Schlafsack und bis du rausgekrochen bist, hatte ich die Sau gefressen, in Anführungszeichen. Oder der Wolf.
je nachdem. Wie gesagt, super, super unwahrscheinlich, aber mir wäre schon lieb, dass ich im Fall, dass irgendwas ist und auch wenn nur der Kollege zu Besuch kommt und Hallo sagen möchte, einigermaßen flott aus dem Schlafsack rauskommt. Und dann brauchen wir irgendwann eine neue Regenjacke. Ja, aber das war jetzt, glaube ich, die Frage. Yannick Leinemann, vorletzte Frage. Vorletzte Frage. Ist es gesetzlich erlaubt, einfach im Wald einen Baum zu pflanzen? Der zum Beispiel im Garten angewachsen ist und gute Chancen hätte. Sollte man dies wirklich mit dem Förster erst absprechen? Man darf im Wald ja auch keine Bäume ausbuddeln, stimmt, und mitnehmen. Und einpflanzen ist halt das Gegenteil. Puh, da fragst du mich was. Also es ist auf jeden Fall in keinem Gesetz explizit verboten. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ob es deswegen erlaubt ist, im Sinne von, was nicht verboten ist, ist erlaubt, sicherlich. Ob man es jetzt deswegen tun sollte, also mich würde es nicht stören. Wenn es nervt, sägst du es wieder um. Vielleicht ist es ja auch was Cooles, was du da pflanzt. Das wäre jetzt halt eben die Frage. Sicherlich auch irgendwo ganz lustig. So als kleine Kuriosität, wenn du da jetzt irgendeinen Mammutbaum mitten in den Buchenwald reinstellst, ist das sicherlich schon irgendwie ganz lustig, zum Beispiel. Oder eine japanische Sicheltanne irgendwo in Ahornbestand oder was. Also ich persönlich fände das ganz witzig und würde die dann auch stehen lassen, solange sie nicht stört. Wenn sie stört, dann müsste man sie halt dann eben umsägen und hätte dann aber auch einen Gag für die Waldarbeiter. Guck mal, nehmt mal die japanische Sicheltanne da raus. Was? Ja, fände ich ganz lustig. Aber, ja, schwer zu sagen. Also, auf jeden Fall kannst du dafür nicht bestraft werden. So viel ist schon mal sicher. Also, gibt kein Gesetz, was es eben verbietet. Ergo, nicht bestrafbar. Könntest höchstens beim Anpflanzen vom Förster erwischt werden. Der sagt dann, böse, böse, das geht aber so nicht. Oder er reißt ihn halt sofort wieder raus, dann ist das System halt, dann ist es halt gescheitert. Aber mehr kann dir nicht passieren. So, dann Joe Powell, was auch immer. Den hatten wir schon mal. Hallo Ben, danke für die vielen tollen Videos. Meine Frage, gerne übrigens. Meine Frage, wie wachsen Pflanzen Bäume? Werden die Zellen von innen nach außen geschoben oder wachsen außen neue nach? Bleiben Äste zum Beispiel auf der gleichen Höhe oder wandern sie weiter nach oben? Zu der Sache, werden die Zellen von innen nach außen geschoben oder wachsen außen neue nach? Ist relativ simpel, beides. Die Wachstumsschicht beim Baum, der übrigens einen Baum auch per Definition zum Baum macht, heißt, er hat ein Kambium. Das ist eben die Wachstumsschicht, die liegt quasi zwischen Holz und Rinde. Da gibt es genau eine Zellschicht und diese Zellschicht ist halt eben diejenige, die sich überhaupt teilt. Woanders teilen sich keine Zellen, außer eben in den Knospen. Das ist der eine Ort, wo Zellen sich teilen und wo Wachstum stattfindet eben. Zellteilung ist ja quasi immer Wachstum. Und der zweite Ort ist halt eben dieses Kambium, das rund um den Stamm verläuft, beziehungsweise um jeden Zweig und auch um die Wurzeln. Da heißt es aber unter Umständen vielleicht anders, das weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig. Scheiße. Aber das gibt nach außen Rindenzellen ab. Die Rinde wird dann ja nach und nach abgenutzt. Blättert dann ab, sofern es sich um eine Schuppenborke handelt und von innen kommen halt eben neue Schuppen nach, die dann die äußeren Schuppen irgendwann auch vom Baum wegdrücken und so wird halt nach und nach die Rinde durchgehend erneuert. Zum Beispiel bei einer Fichte ist das relativ schön zu sehen. Das ist eben die Richtung nach außen und nach innen werden halt Holzzellen abgegeben und zur Seite kann das Kambium natürlich auseinanderwachsen. Wenn der Baum also immer dicker wird, dann muss das Kambium ja natürlich auch dicker werden. Die Schicht Kambium wird dann ja auch breiter eben. Also das ist einfach im Prinzip das System. Nach außen Rinde abgeben, nach innen Holzzellen abgeben und so wird er halt immer dicker. Das Wachstum nach oben funktioniert halt eben von den Knospen ausgehend. Bei einem jungen Baum von der Terminalknospe, das ist die, die vom Wild immer besonders gerne gefressen wird.
weil sie halt eben viele Nährstoffe enthält, weil sie die halt eben auch braucht, weil sie für das zentrale Höhenwachstum des ganzen Baumes zuständig ist, beziehungsweise der Pflanze. Also jede Pflanze hat eine Terminalknospe, da muss es keine Holzpflanze für sein. Ein Cambium haben nur Holzpflanzen. Aber ja, ja. Und die schiebt sich quasi weiter nach oben und bildet nach unten hin tatsächlich dann eben neue Zellen und von denen ausgehend dann auch wieder am der Sprossachse heißt das Ding, das mache ich aber mal in irgendeinem Video nochmal ausführlicher, werden dann auch nochmal wieder Seitenknospen gebildet, eben an dieser Sprossachse und von diesen Knospen aus bilden sich dann wieder weitere Zweige, die bilden wieder Seitenknospen aus, woraus sich dann wieder neue Zweige in die andere Richtung entwickeln können und immer so weiter. Aber im Prinzip, jeder Zweig geht von irgendeiner Knospe aus. Entweder das oder aus der Knospe entsteht halt bloß ein einzelnes Blatt. Das kann auch passieren. Beziehungsweise macht auch irgendwo Sinn. Aber das ist jetzt die letzte Frage und mein Mund fühlt sich gerade etwas an, als ob ich einen Hamster gegessen hätte. Also, oder ein Hamster auf meiner Zunge leben würde. Und Nase ist auch noch ein bisschen zu und es wird jetzt langsam tatsächlich dunkel und wir haben 20 vor 10. Also meine Theorie mit dem um 10 bin ich fertig, hat ganz gut hingehauen. Ich hoffe, das reicht dir jetzt fürs erste Mal, so die Erklärung. Ich mache das irgendwann nochmal ausführlicher. Das habe ich schon länger auf dem Plan, dass ich mal ein generelles, wie wachsen überhaupt Pflanzen, Erklär-Dingens mache. Ja, ich denke, das wäre es jetzt gewesen. War nicht so anstrengend wie das letzte Mal. Das ist ja schon mal gut. Jetzt habe ich sogar noch ein ganz kleines bisschen Akku übrig. Ja. Egal, gehe ich nach Hause. Ich habe überhaupt keine Taschenlampe. Ah doch, im EDC, natürlich. Ja. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.